Hallo Leute, hier ist der Lego-Fan. Ich bin zurück aus dem Urlaub und als ich meinen Koffer ausgepackt habe, habe ich das hier gefunden. Das ist eine 3x3 Flush Lamp Door. Das heißt, die ist 3x3 Blöcke groß und im Zentrum, also in der Mitte dieser Tür, befindet sich eine Redstone-Lampe, die angeschaltet ist. Ja, ich zeige euch das Ganze am besten mal direkt in Aktion. Also man betätigt den Hebel und hier öffnet sich unser 3x3-Gang. Da kann man durchlatschen. Ja, sie ist nicht seamless. Das heißt, man sieht hier die ganzen Pistons an dem Redstone-Block und die Lampe und da oben noch Pistons. Also eure Kommentare könnt ihr euch sparen, so von wegen, das ist nicht seamless, dislike, hate, fake, Dingsda, fake, was auch immer. Ja, und die kann natürlich auch schließen. Also, wenn wir den Hebel betätigen, dann schließt sie wieder. So, und ich zeige euch am besten mal eine offenere Version davon. Die sehen wir hier. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist das Ding extrem klein, wie ich finde. Ja, also ziemlich kompakt, wenn man mal bedenkt, was das Ding alles so kann. Ja, aber ich schätze mal, dann gibt es nichts mehr zu sagen und ich fange mal mit dem Tutorial an. Okay, so, wir beginnen mal mit dem unteren Teil. Dafür kommt hier ein Block hin, denn ein Double Piston Extender, 3 Blöcke frei, also eben so ein Dings hier, denn 2 Blöcke raus davon und dann hier eine Reihe von 30 Pistons, die eben zum Lagern da sind. Dann kommt mit einem Abstand von diesen Pistons hier eine Reihe von 3 Blöcken hin. Mit ein paar Redstone-Fackeln dran, so an der Seite. Dann hier 3 Blöcke oben drauf und dann da noch 3 Fackeln. So, dann kommen hier 3 Blöcke hin, hier 2 Blöcke und eine Lampe in die Mitte. Dann kommen hier eben 3 Repeater hin mit Redstone. Dann oben drauf auf das Ganze kommen 6 Blöcke. Dann hier 3 Repeater. Und nochmal 3 Redstone und dann hier Blöcke, um die Lagerpistons dort zu powern. Und dann kommen hier so 2 Upside Down und Half-Slaps hin. Mit 2 Redstone drauf, ein Block hier oben und dann ein Hebel. Dann kommt hier so eine kleine Welle hin, wie so ein W mit Vivario. Dann kommen hier eben 2 Repeater hin, eine Half-Slap, dann hier 2 Redstone. Und die Half-Slap ist eben, um das Redstone hier nicht abzuschneiden. Dann kommen hier noch 5 Blöcke hin. 2 Redstone, ein Repeater auf Stufe 3 und nochmal 2 Redstone und hier ein Repeater auf Stufe 2. Und das ist jetzt schon mal das Schließen. Und die erste Block Retraction, wenn man das Ganze mal so resettet, dann sieht man, es schließt. Und jetzt öffnet auch schon fast. Und damit sie es eben komplett öffnet, kommt hier ein Redstone-Fackel hin mit einem Block Redstone, ein Repeater davon, dann eine Sticky Piston, die nach oben zeigt, mit einem Block oben drauf, dann Redstone und hier 4 Repeater, dann hier 3 Blöcke hin und all diese Repeater setzen wir auf Stufe 3. Und das ist jetzt auch schon das Öffnen. So, dann kommen hier noch 3 Blöcke hin, also das ist jetzt eben unsere Tür, wer es noch nie erraten hat. Dann kommen von denen hier 2 Blöcke hin, gehen wir nach oben, packen wir hier 3 Sticky Pistons hin, gehen wir hier wieder 3 Blöcke nach oben, und dann kommen hier 6 Sticky Pistons hin, die alle nach oben zeigen. Dann kommen hier 3 Blöcke oben drauf mit 3 Redstone und das powert jetzt schon all die oberen Pistons, eben durch den Watt-Effekt. Dann kommt hier ein Repeater hin, dann kommt diagonal von diesen Pistons 4 Blöcke hin, mit einem Repeater auf Stufe 2, 3 Redstone und das verbinden wir dann so. Das ist dann schon mal das Ausfahren. Und wenn wir jetzt einmal kurz die oberen Pistons powern, dann updaten die unteren Pistons, die fahren zusammen. Und wenn wir die wieder hochziehen, dann werden die ja gleich mitgezogen. Und um das jetzt eben zu automatisieren, kommt hier ein Block hin mit Redstone, dann hier ein Block mit einer Fackel, dann kommt hier ein Dropper hin mit einem Hopper, also der wir eben wieder in den Dropper rein zeigt, um ein kurzes Signal zu geben. Und dann kommt hier ein Comparator hin und dann ein nicht stackbares Item in den Dropper. So, das ist dann auch schon das Öffnen. So, und das jetzt eben mit dem unteren Seite drin, kommt hier ein Block hin mit einem Redstone, dann ein Repeater und dann hier ein kleiner Fackelturm. Erstmal 2 Fackeln gerade nach oben. Und dann gehen wir hier eben nach hinten raus und dann verbinden wir das Ganze mit dem oberen Teil. Und wir sehen, das funktioniert jetzt schon blendend, aber die Lampe leuchtet ja noch nicht. Und dafür kommt hier ein Double Piston Extender hin. Dafür kommen wir erstmal von dieser Fackel hier, also die zweite im Fackelturm. Die müsste jetzt an sein, wenn die Tür zu ist. Kommt hier ein Block hin, dann ein Repeater und hier ein Block.
und dann kommt da unser Double Piston Extender so dran mit dem Redstone Block und dann leuchtet die Lampe auch. Aber wenn wir das Ganze einfahren, dann klebt das Ganze dann nur so rum. Dafür kommt eben noch hier ein normale Pistons hin, eine Pistons, ja. Ja, ihr wisst, was ich meine, den drei Block oben drauf, Redstone, ein Repeater auf Stufe 2 und hier ein Redstone, und dann auch eins hier, dann ein Block von dieser Fackel, die da zur Seite zeigt, mit einem Redstone oben drauf, eine Sticky Piston, ein Block, und dann hier ein Repeater auf Stufe 1, und dadurch fährt dann der Double Extender auch ein. So, dann können wir jetzt hier eben unseren Gang drum bauen und so weiter und so fort. Ich denke mal, das kriegt ihr schon alleine hin. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch dann gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Halt, stopp! Video ist noch nicht zu Ende. Ich habe nämlich, muss noch kurz was erwähnen. Und zwar funktioniert diese Tür nicht in Bucket. Da kommt vermutlich auch der Name, ihr versteht, Bucket. Ja, also falls ihr die Tür im Bucket bauen wollt, das wird nicht gehen, weil diese Pistons, die bleiben dann immer so, wenn die, nachdem die Tür geöffnet hat, weil die oberen Pistons beim Einfahren die unteren updaten und dann sieht das immer so aus. Also versucht gar nicht erst, die im Bucket zu bauen, es wird nicht funktionieren. Und wenn, dann nur sehr selten. Also ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.